Hallo Forumsmitglieder, es ist wieder mal sehr dunkel hier im Zimmer, aber naja, wenn man so den ganzen Tag in der Sauna, am Tennisplatz, im Dampfbad, einkaufen, kochen und so weiter war, ja, dann bleibt nicht mehr viel Zeit und dann ist es auch gleich finster und ja, da folgt halt erst am späten Abend der Studiobericht. Und zwar zur ISOSpeed Pulse for Players Only, Speed und Spin. Naja, ihr habt es gesehen, es gab 10 Minuten Matchclips. So ganz vom Hocker hat mich die Seite nicht gehaut. Ich muss aber sagen, sie hat einfach Vor- und Nachteile, wie es einfach so ist. ISOSpeed hat mich bis jetzt wirklich mit keiner Seite wirklich hundertprozentig überzeugen können, außer eben in Hybrid-Angelegenheiten. Zum Grundlinienspiel muss ich sagen, wenn man ein bisschen Eigenpower besitzt, geht die Grundlinie sehr gut. Vorhand, Rückhand, sehr stabil, knackig, aber wie gesagt, ein bisschen Eigenkraft muss man aufwenden. Für Extremspiel, Spinspieler ist die Seite eigentlich nicht so geeignet. Da geht mir eigentlich zu wenig mit dem wirklichen, ja, mit dem Umgreifen. Bei der Hex zum Beispiel, da brauche ich nur ein bisschen umgreifen, ein bisschen mehr Spin, ein bisschen einen extremeren Griff nehmen und der Spin geht mörderisch ab. Das habe ich jetzt hier vermisst bei der Pulse, Speed und Spin. Das Service Game, speziell in der Sandhalle vor ein paar Tagen, war wahnsinnig gut. Ich habe, glaube ich, in einem ganzen Satz sogar 6 Asse geschlagen. Weltklasse, würde ich damit sagen. Aber ja, der Aufschlag heute in der Halle war zwar auch stabil, aber nicht so stark. Aber trotzdem, die Seite gibt einiges her beim Service. Der Volley ist ebenfalls stabil. War heute sehr wenig am Netz, aber im Doppel habe ich ebenfalls vorgestern gesehen, die Seite lässt sich beim Volley einiges machen, kontrolliert gute Bälle, man kann die Bälle gut setzen. Was mich heute etwas enttäuscht hat, war der Slice. Ich habe sehr viel Slice probiert, aber entweder ist er aufgestiegen oder versumpert. Also da habe ich die Mischung nicht gefunden. Beim schönen Slice, da ging man einfach nicht so gut weg. Jetzt vergleicht man zum Beispiel mit der Blackout. Da ging der Slice viel schöner, viel schneller weg. Bei der Pulse muss ich sagen, da habe ich immer geglaubt, naja, was ist da jetzt? Da muss ich da jetzt mit meinem Eigenschwung den Slice setzen. Ja, ich will da gar nicht drüber viel Worte jetzt verlieren. Probiert es selber aus, gell? Overall ist die Seite, würde ich sagen, eine gute Allround-Seite, aber es wird keinesfalls meine Standardseite werden. Da kann sie mir zu wenig. Auch im Defensivbereich war sie zwar stabil, ich habe aber insgesamt zu wenig rausholen können. Seiten verrutschen, minimalst, würde ich sagen, 7 aus 10. Bei langen Rallyes habe ich schon gesehen, wie der Seitenwert verschiebt sich ein bisschen. Der Preis, naja, billigst ist sie nicht, die Seite. Kostet 13,90 €. Hat halt schon ihren Preis. Aber ist ein ISOSpeed-Produkt, deshalb Qualität hat ihren Preis. Wie ich Qualität definiere, ja. Stabilität, das ist der Punkt, wo ich sage, da ist die Seite super. Also die hat wirklich ihre Stabilität gehalten, hat mich ein bisschen sogar an die Alubauer erinnert, vom Spielen heißt, was die Stabilität angeht. Da muss ich sagen, da hat ISOSpeed wirklich gute Arbeit geleistet. Für dünnen Durchmesser muss ich sagen, da gibt sie mir zu wenig her. Wenn ich eine 1,18 Hex jetzt zum Beispiel spiele und diese Seite, die Hex geht wesentlich knackiger und explosiver, da muss ich sagen, für den dünnen Durchmesser, da würde ich sogar eher die Baseline spielen von ISOSpeed, die mir auch knackiger und explosiver letzten Sommer, habe ich die getestet, vorgekommen ist. Also die Pulse ist mir da eher, muss ich sagen, zu steif, zu starr.
und auch zu langsam im Spiel her. Das, was mir weiteres gefallen hat, ist natürlich die Farbe. Es ist ein schönes Olivgrün. Muss ich sagen, die Farbe hat mir sehr gut gefallen, aber wie gesagt, an der Farbe kann man jetzt nicht unbedingt eine Seite alleine bewerten. Eine weitere Polyester-Seite testen, es wird die Pacific Polyforce sein, und zwar die Seite von Daniel Köllerer. Die wurde bereits heute aufgezogen und wird am Montag bereits wieder getestet, und zwar gegen einen ganz, ganz starken Mann, nämlich Dizi Dietmar Legenstein aus Weigelsdorf. Rangiert ungefähr bei ITN 3,70, 3,80, also das wird ein ganz hartes Match. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, viel Spaß wie gesagt mit den Matchclips und bis zum nächsten Seitentest.